werde ich auch in der letzten Folge mal schaffen, ohne eine Niederlage den Storykampf schaffen. Wir werden sehen im. Ja. Und damit willkommen zurück zu Tekken 5. So, die letzte Folge. The King of Iron Fist Es bleibt nur noch Tournament Devil Jin übrig. Alle anderen habe ich schon durch. Ja. Und dann kann ich eigentlich mal auch vollständig die Mitwirkende abspielen. Okay. Ich laber jetzt nicht lange. Ich starte jetzt mal. Devil Jin. When the Devil Jin takes over Wenn Jin das Kazama. Teufelsgen Besitz von Jin Kazama ergreift. Mein Fuß ist eingepennt, auch schön. Jinpachi konnte der Gefangenschaft entkommen, als Honmaru fiel. Das setzte das Böse frei, das im Inneren von Jin herangewachsen war. Zwei Monate später. Das Böse hat Jins Verstand vollständig eingenommen und eine tödliche Macht wurde geweckt. Das Get war's? ready for the next battle. Oh, Katsuya. Aber ich denke mal, dass ich mindestens zwei Kämpfe wieder verliere. Get ready for the next battle. Final round. Fight. No. Die Animation haben wir schon gesehen. Get ready for the next battle. Shalom! Come on. Final round. Ja, ich komme schon. Ja. Nein, ich hab zu spät. Nein, was machst du? Das sollte ich doch nicht machen. Oh, Devil Jin, du kannst auch andere Animationen machen, ja? Madok? Okay, ich glaube, Devil Jin ist der allererste Charakter, der auf Level 4 kein Sub-Boss hat. Wie ein Wahnsinniger. Get ready for the next battle. Go easy on me. Okay. Final round. Fight. Hä? Ja, klar. Okay.
Get ready for the next battle. Final round. Fight. Also wer für mich jetzt noch in Frage kommt als Subboss, also als Special Subboss, ist Heihachi und höchstens Xiao. Schon wieder mal Vorrang, der Spacko. Continue. Get ready for the next battle. Ja, damit hat kein Charakter geschafft, ohne eine Niederlage, den Story-Kampf geschafft. Na gut, ich könnte ja zwar jetzt wieder neu starten, also die Aufnahme. Aber ich bin nicht so. Get ready for the next battle. Back. Oh. Final round. Also Devilgen ist wirklich der einzige Charakter, der keine speziellen Zapfwürste hat. Okay, bei Devil Jim war das so, dass Jinpachi der vorletzte Charakter ist. Was? Fight. Das hat Devilgen gerade selber gemacht, den Laser. Ach, ich verliere die Runde. Mann, Junge, du sollst nicht das machen. Ich gebe was anderes ein und er macht so eine Kacke. Spiel, denk bitte danach, die Mitwirkenden dauern auch lange. Möchtest du nicht über 10.000 Folgen machen? Da sag mir, ja, eine Stunde Folge machen. Alter. Okay, dann habe ich mich anscheinend doch geirrt. Final round. Das ist ja Zell oder was? Two.
hatte fast einen Fehler da gemacht. Und da hatte ich auch fast gezögert. Wo ist denn Jinpachi? Oder ist das schon längst zu Staub geworden? Also, das Endvideo war ein bisschen merkwürdig, aber okay. Ich lasse schnell die Mitwirkenden laufen und dann sehen wir uns danach wieder. Okay, bei den anderen Spielen ist mindestens immer zwei Liedern, bei den Mitwirkenden, aber der hat nur einen. Ja, mein Fazit zum Spiel. Also dieses Spiel macht eigentlich grundsätzlich Spaß, bloß nur den Endboss, das haben die ein bisschen übertrieben. Also ich meine, dass er so ein bisschen overpowered ist. Ja, auch viele andere Sachen nerven mich total. Siehe zum Beispiel hier, sagt schon, Arcade-Kampf. Auch leider der Überlebensmodus war leider ein bisschen schade.
Okay, vielleicht liegt es auch daran, weil ich einfach nur Kacke gespielt habe. Ja. Was ich noch schade finde, ist, dass man Eddie Gordo, also dass nur Spieler 1 Eddie Gordo spielen kann. Warum Spieler 2 ihn nicht spielen kann, das weiß ich nicht. Das finde ich auch sehr schade. Ja. Das Endvideo von Devil Jin, habe ich ja schon gesagt, das fand ich irgendwie ein bisschen merkwürdig. Devil Jin hat zwar Jinpachis Energie absorbiert, aber die hätten wenigstens noch so einen kleinen Dialog hinschreiben können. Zum Beispiel, jetzt ist das Ende der Welt gekommen oder sonst irgendwas. Ja, aber grundsätzlich macht das Spiel ja Spaß, weil ich weiß, ich habe schon gesagt, aber okay, ja. Normalerweise würde nach Tekken 5 jetzt Tekken 6 ankommen, aber weil mir erstmal die Lust nach Tekken allgemein vergangen ist, wird Tekken 6 irgendwann mal rankommen, wenn ich wieder die Lust dazu habe. Ja. Die Tag-Teile, also Tekken Tag Tournament 1 und 2, die werden auch irgendwann rankommen, so wie alle anderen Tag-Teile, Tekken-Spiele, wenn ich dazu die Geräte habe. Ja, die werden dann auch irgendwann rankommen. Ja, im Großen und Ganzen habe ich nichts mehr zu sagen. Ich bedanke mich, dass ihr dann zugesehen habt bei allen 44 Parts. Und ich hoffe, wir sehen uns dann irgendwann mal beim anderen Tekken-Spiel oder beim anderen Projekt. Ich sag nur noch Ciao und wir hoffen und ich hoffe, wir sehen uns dann bei einem anderen Projekt. Tschüss.